Und zwar Händler. So. Damit kann Dünner hier nämlich das Schwert hier identifizieren. Langschwert plus 2. Rancor. Klingen dieses Typs wurden lange Zeit von Charan-Priestern bei den Opferriten anlässlich der Feiern des Mondfestes verwendet. Legenden besagen, dass nach ihrem Tod die Überreste der Trägerin des Schwertes mumifiziert wurden und die Klinge als Machtsymbol an ihre Brust gelegt wurde. In der ersten Phase eines lange vergessenen Rituals sollten sie exhumiert und in einer neuen Form wiedergeboren werden. Leider wurden in Kultkriegen die wenigen getötet, die von ihrer Existenz wussten, und ihr Grab wurde zu einem Gefängnis, in dem sie in Vergessenheit geriet und eine Wut entwickelte, die an Wahnsinn grenzte. Ihr Grab wurde schließlich entdeckt, aber es war verlassen und hielt keine Hinweise auf ihren Verbleib. Manche wagen die tollkühne Vermutung, dass ihre Wut so konzentriert war, dass sie mit der Klinge ihrer Waffe eins wurde. Das Schwert birgt, jedenfalls nach Hunderten von Jahren, umgeben von Hass, eine ihm eigene Macht in sich. Im Kampf stellt es nun eine äußerst gefährliche und todbringende Waffe dar. 1W8 plus 2 ist schon mal sehr gut. ETW 0 plus 2 Bonus. Schadenstypisch Spalten. Großes Schwert kann nicht verwendet werden von Druidenklerikern, Zauberkundigen. Wenn wir uns dazu ein normales Schwert ansehen, ist der Schadenstyp Hieb. Also ein Bastardschwert. Und ein normales Langschwert hat den Schadenstyp. Ah, der hat den Schadenstyp Spalten. Gut. Wir legen das Schwert an, dadurch brauchen wir kein anderes mehr. Also gehen ein paar Schwerter an Minsk und Kalid. So, Ersatzschwerter, falls ihre brechen. So. Weil ich habe jetzt ein Schwert, das nicht mehr bricht. Ja? Ihr habt gerufen? Gut, Dünner hier kann wieder ein magisches Geschoss reinnehmen. Und dann verlassen wir die Herberge und verlassen die Stadt von gen Norden aus, weil das ist einfacher als bis nach Süden zu laufen, um da die ihn zu erreichen. Auch wenn es realistischer wäre. So, Minen von Nashke. You have been waylaid by enemies and must defend you. Hallo, Zwarte und Gnolle, spürt mein neues Schwert. Jawohl, zwei Gnolle sind schon mal tot, die Zwarte sind kaum ernst zu nehmen. Auch wenn einer es gerade geschafft hat, Kalid zu verletzen. Ja, Kalid ist noch ein bisschen umringt. Und warten. Da mithelfen, bitte. Für die Gerechtigkeit. Yahira. Heil Kalid. Für die Gerechtigkeit. So. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Ja, beinahe unter mein. Was wollt ihr? Beinahe unter mein. Wir sacken jetzt nur das Geld und den Schmuck ein, den die Zwarte bei sich haben. Die Schwerter, die lassen wir liegen. Noch so ein Edelstein. Noch so mehr Gold. Sehr schön. Und hier nochmal. So. Beinahe unter meiner Würde. Ah, ne, dazwischen liegt noch was. So, Gold. Kleinvieh macht ihr bekanntlich auch Mist. Minz, gib mal das den Schmuck hier ab. Und das geben wir dann an Yahira weiter. So. Yahira sollte Schmuck tragen können. Also nicht an sich selber, sondern im Inventar. Gut. So. Jetzt gehen wir endlich runter in die Minenbereiche. Also hier wäre schon mal ein Stollen, den haben wir das letzte Mal schon von oben gesehen, aber der scheint nicht sehr tief zu gehen, beziehungsweise der ist schon wahrscheinlich schon wieder
verlassen worden, der Stollen. Das hier unten sieht nach dem richtigen Bienenstollen aus. Du bist normal, siehst aus wie ein normaler Bergarbeiter. Oh, da sind ganz schön viele Wachen vor dem Stolleneingang. Wo lauft ihr jetzt alle hin? Lauft ihr einen anderen super geheimen Weg, den ich nicht kenne? Obwohl, ich kenne ihn wahrscheinlich doch, aber ich habe ihn sehen nur nicht gerade nicht so richtig. Ja, okay, ich glaube, da geht's auch runter, oder? Kann ich euch behilflich sein? Ja, doch, da geht's auch runter. Ja? Ja, die Wegfindung ist mal wieder. Was wollt ihr? Nicht so toll. Und du scheinst Emerson zu sein. Du siehst jedenfalls aus wie ein Minenvorsteher. Wo stehe ich? Wo laufe ich rum? Ich laufe gerade tatsächlich die ganze Zeit im Kreis. Was? Beinahe unter meiner Würde. Jetzt lauf in die Richtung, lauf dich wieder zurück. So, hier runter bitte. Danke. Gehst du aus dem Weg? Jetzt sprechen wir erstmal mit dem Soldaten. Ihr solltet wirklich immer so um Erlaubnis fragen, bevor ihr den Minen betretet. Er kann ziemlich grantig werden, wenn Leute durch so eine Minen spazieren, die keine Erlaubnis dazu haben. Tagebucheintrag. Die Wächter am Eingang zur Mine sagten mir, ich müsse erst bei einem Mann namens Emerson vorsprechen, bevor sie mir Zutritt zu den Minen gewähren können. Okay. Du bist Emerson, oder? Ihr wollt also einen Blick auf meine Mine werfen? Ja. Kein Problem. Wir könnten vielleicht sogar eure Hilfe gebrauchen. Es gibt Probleme in der unteren Ebene. Wir haben da ein paar Arbeiter verloren. Es heißt, da unten treibt etwas sein Unwesen. Wer will das schon so genau sagen? Die Arbeiter verbirgt so manches in ihrem Leib. Ihr habt einen Ballrock gefickt. Nein. Emerson hat mir erlaubt, die Mine Naschke zu durchsuchen. Jedoch weiß er nicht, was dahinter steckt. Ja, nichts leichter als das. So. Geh zur Seite, Bürger! Du da, lass mich rein. Ich wünsche euch Glück da drin. Was auch immer das Tohuwabohu verursacht mag, ich möchte lieber nicht dabei sein. Jetzt verschwindet nur einer. Egal. Bewegt euch. Gut. Neues Gebiet, wir machen erstmal einen Quick Save. Wir sind in der Mine. Die Mine hat eine annehmbare Größe, wie man sehen kann. Also es ist nicht der ganze Bildschirm von der Karte her. Aber er ist schon ziemlich groß. Ich bin so müde. Hey, Bergarbeitergurt. Noch mehr Abenteurer, hä? An eurer Stelle würde ich verschwinden, sagen es noch geht. Ich habe schreckliche Geschichten über das Schicksal derer gehört, die tiefer in die Minen hineingegangen sind. Warum? Was habt ihr gehört? Nun, mein Freund Rufi kam gerade noch mit dem Leben davon, jawohl. Kleine Dämonen sprangen aus den Wänden und jagten ihn. Das würde die Kobolde erklären. Er wäre tot, wenn die Wächter nicht herbeigeeilt wären. Natürlich sind jetzt die Wächter tot. Naja. Der alte Rufi läuft hier irgendwo herum. Fragt ihn, was er gesehen hat, und er wird es euch erzählen. Die Bergarbeiter erzählen von bösen Wesen in den unteren Ebenen. Okay. Wir können uns das Erz da ansehen. Lass wenn da Erz drin wäre. Es gibt noch viel zu tun. Ah, Bergarbeiter Rufi, was wollt ihr? Wie sahen die Dämonen aus? Wie sahen sie aus? Wie Dämonen sahen sie aus? Verdammter Idiot. Du warst nicht hilfreich. Komm, bleib hier. Und weg ist er. Was steht hier so rum? Wahrscheinlich auch nichts Nützliches. Ein Hammer unten. Langschwert. Nee. Wir schleppen genug Waffen mit uns rum und wir sollten nicht die amnischen Bergarbeiterwachen bestehlen. Ich glaube, ich hoste Blut. Bergarbeiter Marvin, hey, was hast du zu sagen? Ich glaube, ich hoste Blut. Hallo, ihr da. Wollt ihr was?
Also, was glaubt ihr, was mit den Minen geschehen ist? Wusstet ihr es nicht? In den Minen spukt es. Die Geister all derer, die in der Mine umgekommen sind, wollen uns alle töten. Sie sagten, sie würden mich verschonen. Sie mochten mich ja wohl. Das konnte ich an ihren glänzenden kleinen Augen ablesen. Ihr habt etwas gesehen? Natürlich habe ich was gesehen. Ich habe mich schön lange mit dem kleinen Kerl unterhalten. Ich hätte ihn auch gebeten, mit dem Spuk aufzuhören, wenn der Aufseher mich nicht getreten hätte. Er meinte, ich würde bei der Arbeit schlafen. Könnt ihr euch das vorstellen? Okay. Also entweder hat der Tag geträumt oder er hat sich mit einem Kobold unterhalten, der ihn scheinbar mochte. Okay, ein amnischer Wachposten. Einige der jüngeren Wächter sind vielleicht nervös wegen der Vorkommnisse. Aber ich bin schon eine Weile hier. Da unten sind Spuren von Kobolden. Jede Menge. Geh zur Seite, Bürger! Das tut auch wieder meine Vermutung bestätigen. Kürzlich habe ich einen Kobold gerochen und ihn so weit verfolgt, wie ich mich traute. Lass ihnen doch ihre verdammten Löcher, wenn sie wollen. Sind eh nichts weiter als eine Plage. Zu blöd, um hinter den Vorkommnissen zu stecken. Naja. Kobolde sind schon etwas intelligenter als... Nein, eigentlich sind sie dümmer als Goblins, wenn man es so sieht. Goblins können wenigstens noch Dörfer bauen. Kobolde nisten sich in Höhlen ein. Verseuchtes Eisen. Dieses Eisen scheint mit einer Art giftigen Substanz beschichtet zu sein. Es ist zwar reine Spekulation, doch überlegt, ob das die Verseuchung des ganzen Eisens der Region verursacht. Also ja, giftige Substanz ist, glaube ich, ein bisschen schlecht übersetzt. Ich glaube, die meinen irgendeine Säure liegt auf diesem Zeug. Bergarbeiter Bob. Hallo Bob, der Baumeister. Lasst uns in Ruhe. Es gibt noch viel zu tun. Endlich ist jemand da, um uns zu retten. Wisst ihr etwas darüber, was hier geschehen ist? Sicher weiß ich, was los ist. Was wollt ihr wissen? Was ist mit den vermissten Bergleuten? Oh, die? Ich habe es ihnen gesagt, bevor sie gingen. Zumindest versucht. Natürlich muss es da unten einen Drachen geben, der sie alle umbringt. Er muss böse sein, weil wir seinen Hügel aushöhlen. Armes Ding. Ein Drache in der Mine, das kann nicht sein. Diese Bergarbeiter sind Angsthasen. Lasst uns in Ruhe. Es gibt noch viel zu tun. Habt ihr von Wesen in den Minen gehört? Nur der Drache, das ist alles. Ich habe ihn nie gesehen, aber was könnten sonst all diese Bergleute umbringen? Okay. Lasst uns in Ruhe. Es gibt noch viel zu tun. Und was ist mit dem Erz? Oh, wir liefern nicht mehr so viel wie früher. Es läuft aber ganz gut, wenn man denkt, dass wir zu wenig Leute haben. Die Mimme wirft wegen des Personalmangels kaum noch Erz ab. Naja, eine Hälfte rennt weg, die andere Hälfte wird getötet. Naja, okay, sagen wir es anders. Ein Drittel rennt weg, ein Drittel wird getötet und das andere Drittel wartet darauf, getötet zu werden. Auch nicht schön. Okay, die Seite haben wir schon ganz erkundet. Dann begeben wir uns mal wieder weiter in Richtung Mitte des Bergwerks. Das ist übrigens unser erster echter Dungeon. Hey, hi. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Na, der war nicht so nett. So, den Bogen kannst du mitnehmen. Der ist mehr wert als das Schwert. So. Was? Beinahe unter meiner Würde. Hier hat sich ein einziger Kobold hin verirrt. Das kann doch auch nicht sein. Was willst du? Ein Besucher. Welch herrlicher Tag. Wir bekommen hier unten nicht viele, wie ihr euch vorstellen könnt. Geht ihr hinunter in die Minen? Wenn ja, könntet ihr Kylie diesen Dolch zurückgeben. Er hat ihn fallen gelassen, als er neulich in die Mine ging. Und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Sicher bringe ich seinen Dolch zurück. Vielen Dank, ich bin sicher, das wird er zu schätzen wissen. Okay, wir haben jetzt, genau, Kylies Dolch. Den können wir dann nach unten bringen. Nach unten geht es, glaube ich, da lang. Kann immerhin mal kurz nachgucken gehen. Also ich würde mal schätzen, dass es da lang geht. Gucken wir mal kurz in die Karren. Hier ist überall verseuchtes Eisen. Hey, ja? Hey Kumpel. Denn ich verschwinde jetzt.